stand. The memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile and the Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. So, machen wir weiter mit den Weihnachtsquests, beziehungsweise den Überbleibseln der Weihnachtsquests und reiten zu Frau Holdsworth. Ich bin jetzt gefragt worden, ob die Aufgaben denn von der Main Story mit Madison schon wieder vorbei sind. Sind sie noch nicht? Ich habe noch zu tun, aber... Da die ja dauerhaft drin sind und diese hier, denke ich mal, fast nur eine Woche, wollte ich die gerne zuerst machen, damit wir die noch erledigen können, bevor es schon wieder vorbei ist. Nochmal in der Abenddämmerung unterwegs. So richtig eine Abenddämmerung war ich schon lange nicht mehr da. War ich schon lange nicht mehr online. Wir haben jetzt 20 nach 10 gerade. Nehmen heute recht spät auf, da ich ja im Stall war und dann eben noch... Die Traileranalyse der Kleinkinder und Duschen und Abendessen und ja, wo ist eigentlich die ganze Zeit schon wieder hin? So, Frau Holdsworth, hier ist irgendwie überhaupt niemand mehr online. Bin ich alleine auf dem Server? So. Hey Dina, bist du hier, um das letzte Weihnachtsgeschenk in Moorland zu finden? Was? Hast du vorher noch nie nach den letzten Weihnachtsgeschenken gesucht? Das ist eine alte jorvikische Tradition. Vor langer Zeit gab es einen König, der so verrückt nach Weihnachten war, dass er es nicht bis Heiligabend aushalten konnte, um die Geschenke auszupacken. Jedes Jahr war es das gleiche Theater und jedes Mal war einige Tage vor Weihnachten überall Weihnachtspapier im gesamten Schloss verteilt. Letztendlich hatte die Königin genug davon und versteckte all seine Geschenke im Schloss. Der König suchte und fand alle Geschenke noch vor Weihnachten. Alle, bis auf eins. Leider erinnerte sich die Königin nicht mehr daran, wo sie es versteckt hatte, aber es war auch irgendwie gut, da der König so auch nach Weihnachten noch etwas zu tun hatte. Irgendwann fand er es schließlich und die Königin hatte ihn noch nie so glücklich gesehen. Auch wenn nur noch alte Kruste im Paket geblieben war. Seitdem verstecken wir immer ein zusätzliches Geschenk nach Weihnachten und alle, die wollen, können danach suchen. Das letzte Weihnachtsgeschenk enthält nichts Spezielles, aber es ist immer spaßig, auf Schatzsuche zu gehen. Willst du es versuchen, Dina? Wenn du das Weihnachtsgeschenk findest, bekommst du eine Kleinigkeit von mir. Du willst? Gut, ich habe das letzte Weihnachtsgeschenk am Moorlandstall versteckt. Suche dort und komme dann zu mir zurück. Viel Glück! So, da schon einmal zwei steht, denke ich, dass es sich um Futter handeln wird. Chipsy wird sich wieder freuen. So, dann wollen wir doch mal gucken. Am Moorlandstall. Das Geschenk ist hier irgendwo in der Nähe. Okay, jetzt steht, dass ich das Gebiet verlasse. Mhm, okay. Ach, ich erinnere mich, das war noch so ganz... Ah, warte mal. Ist es da? Nee, das ist ein Blümchen. War das nicht auf der Innenseite vom Stall irgendwo? Ich erinnere mich, das waren so ganz kleine Geschenkchen, die da rumstanden. Konnte das auch hier sein? Oder hier hinten? Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Vielleicht ist es ja auch dieses Jahr woanders als davor. Keine Ahnung. Hier steht jetzt, es ist irgendwo in der Nähe. Was steht hier? Ist hier irgendwo in der Nähe? Okay. Also es kann hier überall am Jorvik-Stall sein. Dann würde ich sagen, gucken wir mal genauer nach. Hier haben wir diese Gartenzwerge. Wo könnte es sein? Wie gesagt, ich... Oh, sehr warm. Kälter.
Aber hier ist doch nichts. Ist das doch innen am Stall? Viel kälter. Ist das doch irgendwo innen am Stall und ich habe es nicht gesehen? Vielleicht ist es ja oben am Heuboden. Ich habe da jetzt nachgeguckt. Da war kochend heiß gerade. Vielleicht außen? Da hat gerade irgendwas. Das in der Wand gebackt? Oder habe ich das einfach nur auf der anderen. Sorry, Chipsy. Oder habe ich das einfach nur auf der anderen Seite nicht gesehen? Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir es. Wir haben das Geschenk gefunden. Ich sollte mir vielleicht mal die News aufmachen, um zu gucken, wo nochmal überall Geschenke versteckt waren. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, Schande. Na gut, gucken wir erstmal bei Frau Holdsworth vorbei, was wir hier bekommen. Ich sehe, du hast alle gefunden. Gute Arbeit. Weißt du, wenn du in Jorvik herumreitest, findest du wahrscheinlich andere, die Geschenke versteckt haben. Erwarte keine tollen Geschenke, wenn du deren Weihnachtsgeschenke findest, aber kleine Dinge sicherlich immer. Ganz nebenbei, hier ist mein kleines Geschenk. Bis dann, Dina. Ja, wir haben 2 Mandarinen bekommen. Wie gesagt, da wird sich Chipsy bestimmt freuen. So, ich mache jetzt mal gerade... Obala, sorry. Da hatte sich mein Handy auch gerade schon gemeldet. Ich mache jetzt mal gerade die News auf, hier über die App. Die habe ich hier drauf. Tatsächlich geht es ja leider bei Android noch nicht mit der Stallhilfe und sowas. Aber... Wo müssen wir noch hin? Westkap Fischerdorf, Marley. Marleys Farm. Warte mal, da können wir uns doch abholen lassen und dann zu Marleys Farm düsen. Auf der App gucke ich immer, ob die Update-News schon da sind jeden Mittwoch. Wie gesagt, das mit der Stallhilfe geht leider noch nicht bei Android. Das geht bei iOS wohl schon, dass man da auch die Pferde verpflegen kann und eben die Stallhilfe verlängern kann. Wurde mir geschrieben. Aber bei Android geht es leider noch nicht. Wir Androidianer haben auch noch nicht die Star Stable Smileys leider. Die Pferdesticker. Das geht leider auch noch nicht. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber das macht nichts. Das macht nichts. Ich muss ja sagen, früher habe ich ein iPhone gehabt. Vorteil ist natürlich, Apps kommen häufiger zuerst fürs iPhone raus und erst etwas später für Android. Aber ich muss trotzdem sagen, mir persönlich ist mein Android-Handy lieber. So, Marley. Howdy, Dina. Also, es ist Zeit für Marleys berühmte Suche nach dem letzten Weihnachtsgeschenk. Es gibt viele dieses Jahr, die dieses Jahr Weihnachtsgeschenke verstecken, aber der beste Fang ist hier. Hier bei mir. So, sorry. Bist du bereit, Dina? Auf die Plätze, fertig, los. Jiha! Okay. Was bekommen wir wohl diesmal? Es wird wärmer. Eiskalt. Es wird wärmer. Viel wärmer. Sehr warm. Kochend heiß. Da ist es. Das ging ja flott. Das ging sehr flott. Ja klar, es ist jetzt eiskalt. Dafür kocht meine Tasche. So. Zack. Jaha, du hast das letzte Weihnachtsgeschenk gefunden. Gut gemacht. Hier ist deine Belohnung. Bis dann. Dann wollen wir gucken. Oh, ein Apfel. Okay. Wir haben jetzt Frau Holdsworth und wir haben Marley. Das heißt, wir können jetzt ins Fischerdorf, Mondsicheldorf, Jalaheim, New Hillcrest, Dinotal. Elsa Einstein im Dinotal. Wir könnten, rein theoretisch, könnten wir da einmal hin. Ich habe jetzt gerade natürlich, ich will jetzt ungern noch in den Stall und noch ein weiteres Pferd holen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal mit Chipsy da ins Kalte. Ich ziehe mich auch vorher extra nochmal dicker an. Die weiße Hose passt jetzt eigentlich gar nicht zum Mantel, aber egal. So, das wird wahrscheinlich auch das letzte Geschenk sein, was ich heute suche. Denn ihr wisst ja, momentan ist meine Aufnahmezeit leider sehr begrenzt. Bis ich dann mal irgendwann eine größere Festplatte habe wieder, die schnell genug ist. So, Professor Einstein.
Hallo Dina, entschuldige bitte, wenn ich so begeistert klinge, aber es ist etwas Außergewöhnliches passiert. Ich habe von einer alten jorvikschen Tradition gehört, dem letzten Weihnachtsgeschenk, und bin ganz baff. Ich habe es vorher nicht entdeckt. Bereits zu historischen Zeiten haben Jorviks Bürger geforscht und beides, also die Chaostheorie und Quantenmechanik, angewandt. Was ich meine? Ich erkläre es mal wieder für einen Dreijährigen. Ein System, was ermöglicht, die Ungewissheit der Quantenmechanik zu bestimmen, zwischen einer von mehreren potenziellen Positionen für ein einzelnes Objekt, bei der dann in einer entgegengesetzten Proportion ein Agent die dynamische Chaosstrategie anwendet und damit beweist, dass Gegenstände beweglich sind. Was sagst du? Ob ich damit meine, dass jemand Gegenstände versteckt und dann jemand anderen danach suchen lässt? Im Prinzip korrekt, aber deine Wortwahl ist so brutal, dass wahrscheinlich niemand verstehen würde, was du damit meinst. Überlasse das restliche Denken lieber den Professoren, Nina. Naja, wenn du schon hier bist, kannst du mir vielleicht dabei helfen, meine Theorie über das letzte Weihnachtsgeschenk in die Praxis umzusetzen? Ich habe ein Weihnachtsgeschenk in der Nähe des Skeletts in der Mitte des Sees versteckt. Finde es und komme zu mir zurück, damit ich das Resultat analysieren kann. Beeile dich jetzt, die Wissenschaft macht niemals Pause. Okay, dann reiten wir mal runter. Schneller, also können wir ja hier nicht. Chipsy kriegt schon blaue Lippen. Es ist ja tatsächlich so, dass wenn man friert, dass man blaue Lippen bekommt. Ich wollte das früher immer nie glauben, wenn mein Papa gesagt hat, komm aus dem Wasser, kriegst schon blaue Lippen. Aber irgendwie ist das wirklich so. Ja gut, also zum Skelett. Dann wollen wir doch mal schauen. Da sind wir gleich in der Nähe. Das Geschenk ist hier irgendwo in der Nähe, genau. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo. Das Skelett ist recht groß. Müssen wir mal gucken, wo es dann wärmer wird. Ha, im Dinotal. Dass ich nicht lache. Ich glaube nicht, dass es da hinten wärmer wird, ansonsten wäre es ja schon mal leicht wärmer geworden, glaube ich, bis dahin. Okay, bislang noch nichts, noch keine Spur. Ach komm, Chipsy. Ich weiß, es ist kalt, aber dann setzt man sie nicht hin. Wärmer, viel wärmer, sehr warm, da ist es. So, wir haben das Weihnachtsgeschenk. Dann nochmal zurück zu Professor Einstein. Und zack, kommen wir darüber. Ja, gerade so. Und, oh, ich muss darüber. Und dann wollen wir doch mal gucken, was wir für ein Geschenk bekommen. Das sollte auch sich zeitlich gerade so noch ausgehen. Mal gucken. Bislang haben wir nur Obst bekommen. Sie haben uns ja von vornherein gesagt, wir sollen uns nichts Großartiges darunter vorstellen. Aber macht nichts. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob man dafür auch Erfahrungspunkte bekommt tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir jetzt gleich mal drauf achten. Mal schauen. Gleich werden wir es erfahren. Oh. Mal sehen. Du hast es geschafft. Das letzte Weihnachtsgeschenk, welches ich versteckt habe, zu finden. Akzeptables Ergebnis. Aber ich benötige mehr Daten für weitere Analysen. Was? Was sagst du da, Dina? Die Tradition besagt, dass der, der das Weihnachtsgeschenk findet, ein Geschenk erhalten sollte? Nee, du, meine Algorithmen sagen nichts darüber. Was ist das für eine pseudowissenschaftliche Theorie, von der du da schwafelst? Hör auf, Dina, ich habe bereits Hirnschmerzen. Aber in Anbetracht deiner Assistenz bei anderen Projekten hast du dir dennoch eine kleine Belohnung verdient. Bitte. Jetzt entschuldige mich bitte, ich muss mit meiner Forschung über das letzte Weihnachtsgeschenk fortfahren. So, wir haben eine Satteldecke bekommen. Dann lassen wir uns mal gerade zurückfliegen mit dem Heißluftballon und schauen uns noch die Satteldecke an. Das erste tolle Geschenk, was uns länger begleiten wird als ein Apfel. Ein Apfel ist schneller weg, als man gucken kann. So, dann wollen wir doch mal schauen. Also, was haben wir bekommen für eine Satteldecke? Professor Einsteins Wintersatteldecke. Bringt gar nichts zum Verkaufen, also überhaupt gar keine Schillinge, aber ich finde sie auch gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Klar, sie hat keine Werte, aber vom Aussehen ist sie doch eigentlich ganz süß. Trotzdem bleibe ich bei meiner quietschpinken Variante. Und ich würde auch sagen, das war's. Jetzt bin ich zum Schluss noch einmal kurz rausgeflogen, sehr schön.
So, ich würde sagen, das war's dann auch für heute. Morgen machen wir weiter mit der Suche nach den letzten Geschenken. Ich hoffe, ihr schafft's zeitlich, ansonsten kommen Wins and Fails. Auf jeden Fall geht's morgen weiter. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!